bleibende Form. Moinsen, liebe Zuschauer, heute um 4:30 morgens mit Paragon. Anruhe soll ich mich zocken, ganz auf einmal. Das neue MOBA von Epic Games. Gesehen. Man muss halt noch unten einen Spielermodus aussuchen. Ob gegen KI oder Solo gegen KI. Ich würde sagen Solo gegen KI. Finde ich auch gar nicht so übel. Weil sonst wirst du direkt ins kalte Wasser geschmissen. Naja, es geht, sagen wir mal so. Ich glaub, Steuerung halt wie bei jedem MOBA. Ja, nee. Quasi aber bis auf die Bewegung. Ansonsten steuert man halt mit der Maus. Ansonsten die Fähigkeiten sind quasi wie bei anderen MOBAs. Eher die Ulti bei LOL. Jedes dann mit Q. Nee, was ich meine ist, bei sämtlichen oder bei jedem scheiß MOBA, was ich kenne, bist du einfach mal BAP, gehst in den Online. Jeden Kopf, den du hast, der macht die eigentlich schon platt. Naja, wenn du da so ein Tutorial hast, dann hast du Level 5. Was hast du grundsätzlich? Bist du gezwungen, dich erstmal einzuspielen gegen Bots? Dann erst kannst du dich langsam in die Online-Phase trauen. Ja, aber trotzdem. Minions are spawning. Erstmal gegen Bots gespielt hattest, das sind dann ein, zwei Spiele, die du hast. Nein. Ich würde mir aber durchlesen, was ich mir da freischalten könnte.
Teleport. Du kannst den kosmischen Riss freischalten und du kannst jetzt die Bürde freischalten. Vielleicht hast du mal richtig kosmischen Riss. Der Q ist der kosmische Riss, rechts links Bürde. So, jetzt. Ja, hab ich schon zwei mit W und X. Zwei Fähigkeiten schon. Ja, man sollte sich halt den Text lassen. An enemy has been slain. Kosmischer Riss habe ich, ich habe ja... Enemy has been slain. Kosmischer Riss habe ich und... Yeah.
Slain. Megas. An enemy tower destroyed. Ja, alle. Ja, die kannst du ja weiter da was aussuchen, aber du hast Zugriff auf jede dieser Karten. An enemy has been slain. Epic. Oh, weitermachen, ne? Ja. Und du kannst wieder Attackenlevel. Das war die E und die RNT. Slain. The enemy has been slain. Massacre. Allgemein, dieses Level mal ein bisschen zu zeigen. Ja, ich finde. Also bisher ist es ja die einzige Map. Aber. Annihilation.
been slain. Epic! An enemy has been slain. Unreal! An enemy has been slain. An allied tower is... Epic! Enemy has been slain. Epic. That's for the level. Bruder, eh? An enemy tower is under attack. Enemy has been slain.
Keller lief. Slain. Epic. Enemy inhibitor is under siege. Epic. Was ich halt krass finde, okay, läuft nicht nonstop mit Dings. Oder man läuft mit 40. An enemy has been slain.
been slain. Epic! An enemy has been slain. Epic! Enemy inhibitor is under siege. Enemy inhibitor is under siege. An enemy inhibitor. Enemy inhibitor is under siege. Epic. An enemy has been. Epic. Enemy has been slain. Epic. An enemy has been slain. Double kill. The enemy core is under attack. All enemies have fallen. Ziemlich genauso aufgebaut wie LOL. War zu erwarten, sag ich mal. Ja, aber ganz in Ordnung. Hat auf jeden Fall was dafür, dass das schon erst in der Early Access ist. Hat doch so ein bisschen was von Heroes of the Storm, muss ich ehrlich sagen. Ja, nur ohne die Zusatzaufgaben. Willst du da mal? Ja, klar. So, Jungs und Mädels, jetzt bin ich wieder da. Ich hoffe, ich habe es nicht gehört. Wir werden heute mal hier als Medien. Ich bin ganz ehrlich, ich will diesen Twin leisten.
So, Frank ist auch wieder da. Also ich muss sagen, vorhin habe ich mit TS da ziemliche Skepsis gehört. Aber ich muss sagen, das ist ähnlich wie Smite von der Perspektive her, wo man ganz so eine richtig fette Ecke besser aus. Spawning. Weil die ja den bei GameStar meinten mit den Dings. Ja, den musst du dir erst verdienen. Gut. Also das dann der Rüstungsbau. Yeah!
sagen, ganz gutes Spiel, ja. Ich würde es auf jeden Fall spielen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es kaufen werde, weil wenn es free to play wird. Also. Hey, sag mal so, die Entwickler haben jetzt in den Foren reingeschrieben, jeder, der jetzt 20 Euro schreibt, Yeah.
rises. Tower is under attack.
Ansätze stimmen mal übertrieben gut. Fällt mir mal richtig. Yeah.
rein im Grund. Gekauft. Was sagen, Alter, auch noch die Gegner in meiner Base. Tower!
ständig sagte, Passwort schrieb ich. Und ist genau richtig abgegeben. Getötet. Zu viel Crit für das Spiel. Gut, jetzt. Hallo. Ich glaube, ich habe das Game wirklich getötet. Ich bin zu stark für dieses Spiel. Glitch ausgelöst. Ich glaube, ich habe zu viel Crit veranstaltet hier. Ja, hast du auch. Viele waren halt jetzt zwei oder drei Ultis direkt aufeinander und alle auf Crit-Schaden. Ja, dann würde ich mal sagen, guck mal, ob du die Runde dann per Exit beenden kannst. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann. Ja. Fürs erste von, ich habe den Namen des Spiels vergessen. Paragon. Paragon. Ich hätte jetzt Paralympus gesagt. Oder? Andere sagen ja auch Paragon, aber da ist ja nur ein O, nicht zwei. So, hier, Partie läuft. Ich versuch's nochmal. Dann war es das vielleicht doch noch nicht, dann kann ich noch ein bisschen meinen Crit ausüben. Gibst du noch eine Wasserflasche? An die komme ich leider nicht ran. Achso, ja, dann passiert. So, ne, dann tut mir leid, meine lieben Freunde. Kartenpackung kann sein, ne? Soll ich öffnen? Alle auf den. Schön sieht das aus. Die sind random. So, dann verabschieden wir uns mal für diese Folge von Paragon. Es folgen bestimmt noch ein paar. Wenn natürlich der Fun. Vielleicht kaufe ich es mir auch, dann kommt es dann zu. Ja, nee, aber ich verbleibe gerade mal. Wie